Mein heutiger Gast, der teilt diese Leidenschaft. Auch er liebt Tiere. Und weil viele gerade ihren Urlaub planen, kommt auch jedes Mal das Thema auf den Tisch. Was tun mit dem Hund in dieser Zeit? Mit der Katze? Mitnehmen? Hier lassen? Die Antwort klingt logisch. Es kommt ganz auf das Tier an. Immanuel Birmelin aus Freiburg ist einer der wenigen Tierverhaltensforscher. Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt er sich mit der Frage, wie fühlen und denken Tiere, vor allem Hunde, aber auch alle anderen Haustiere. Natürlich auch Katzen, versteht sich. Viele unterschätzen ihre Vierbeiner, doch sie sind klüger, als wir denken, sagt Birmelin. Und jedes Tier hat seinen eigenen Charakter. Aber ich denke mal, das dürften Herrchen und Frauchen schon bemerkt haben. Und hier ist er, Herr Birmelin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und Balu haben Sie auch mitgebracht. Ihren kleinen Bernhardiner, muss man sagen. Das ist ja schon ein großer. Und wie klein er mal war, das sehen Sie da hinten. Das ist ein und derselbe Hund. Da wiegt er ungefähr 12 Wochen. Da hat er ungefähr 1,5 Kilo gewogen. Jetzt wiegt er 80. 80 Kilo. Balu, was hast du denn gemacht? Was hast denn du alles gefressen in der Zeit? Ist das aber ein Normalgewicht für einen Bernhardiner, ja. oder? Okay. Also für einen Rüde, er ist ein Rüde. Ja. Weibchen, wir haben das Gewicht nicht, aber Rüden, ja. Die können es haben. Und er ist ein ganz lieber Kerl, muss man sagen. Also er liegt ja schon eine Weile hier und ich habe mich auch schon gut angefreundet mit ihm. Was machen Sie denn, wenn Sie in Urlaub fahren? Nehmen Sie ihn mit? Ja, Tiere sind ja Persönlichkeiten, sind Individuen. Bei vielen Tieren kann man es machen, dass man ein Tierheim gibt. Bei ihm ist es unmöglich, aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, er ist sehr anhänglich, er ist bezogen auf die Person. Und ich will ihm dann zumuten, in ein Tierheim zu gehen. Dann kommt jemand zu mir nach Haus und dann hat er seine Umgebung, in der er sich wohlfühlt. Und jemand, den er gut kennt, und in dem Fall ist die Tochter, und die passt dann auf ihn auf. Geht mit dem Gassi oder hat man noch jemand anders, ein Profihundeausführer oder irgend so jemand. Okay, also das akzeptiert er auch? Das akzeptiert er. Aber ins Tierheim wäre für ihn wäre es nicht möglich. Also Tierpensionen gibt es ja auch, die sich gut um sie kümmern. Also das geht aber mit ihm nicht. Ja, Balu, das kann ich gut verstehen, geht mit meinem auch nicht. Und mitnehmen, also wenn jetzt manche sagen, sie nehmen ihre Hunde mit, je nachdem, oder Katze? Also er geht innerhalb Europas, wo ich irgendwo mit dem Auto hin kann, ist er dabei. Okay. Ich bin oft mal in Afrika, mehr oder weniger jedes Jahr. Und da im Flugzeug in Afrika bei Löwen und Elefanten, da ist es halt ein bisschen schwierig für ihn. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist Ihr Ansatz, dass Sie auch sagen, also man kann es nicht pauschal sagen, Hunde bleiben zu Hause oder gehen mit und Katzen bleiben zu Hause, sondern man muss es individuell nach dem Tier und begutachten. Der Tierhalter, der muss sich überlegen und auch ein bisschen feinfühlig sein, was den Hund angeht und gucken, wie stark für das Tier die Belastung ist. Ich glaube, bei Bernhardiner ist es grundsätzlich ein bisschen schwierig. Es gibt Hunde, denen macht es wenig aus. Ja. Sind eigentlich Hunde schlauer als Katzen? Nein. Aber sie sind, man muss ein bisschen unterscheiden. Ja. Ich denke, dass die Katzen im abstrakten Bereich besser sind. Also wir konnten zum Beispiel nachweisen, dass Katzen zählen können. Das haben wir bei den Hunden nicht geschafft. Oh. Katzen, was zählen die? Also so bis 4. Also die können wirklich im mathematischen Sinne 1 und 2, gibt 3, sagen, das haben wir beim Hund nicht geschafft, aber das mag am Versuchsset. Aber in einer Sache sind die Hunde in dem Kommunikationsverhalten, wie sie Menschen einschätzen, das ist ja auch eine Form von Intelligenz, da sind sie den Katzen überlegen. Sie haben einen Versuch, da haben wir jetzt auch Bilder dazu, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Es gibt so eine Anordnung, dass sie ja hier die Katzen und die Hunde getrennt voneinander getestet haben in verschiedenen Dingen. Wenn Sie jetzt mal diesen Sprung vorhin gesehen haben, dann der Hund macht reinen Zufall. Der drückt, der springt hoch und drückt dann, durch Zufall geht der Griff nach unten. Bei der Katze war es anders, da war es zielgerichtet. Ganz gezielt. Und bei ihr jetzt, bei dieser Katze, ist es das Gleiche. Sie kapiert, dass sie daran ziehen muss und jetzt kommt, dass sie dann außen rumläuft. Aha, weil sie verstanden hat, dass es so nicht rankommt. So ist es. Und ein Hund, viele Hunde, was wir werden ja gleich sehen, wenn man eine Glasscheibe oder eine Plexiglasscheibe nimmt, der versucht es immer wieder. Und wenn der Hund es nicht gelernt hat, dann bleibt er eine halbe Stunde da sitzen, bis er das Problem überhaupt lösen kann. Und das meine ich mit der abstrakten Intelligenz. Vor allen Dingen bei der Katze ist die Raumorientierung, beim Hund eben nicht.
Da sitzt er und jammert. Aber ich meine, dafür kann man Hunden auch wieder andere tolle Dinge antrainieren. Ja, alles die Kommunikation. Dass sie Spürhunde sind, dass sie auch Blindenhunde sind und wirklich tolle Dinge lernen können. Ja, und dann haben Sie ja auch ein Buch geschrieben, wo da steht Macho oder Mimose. Was ist denn jetzt zum Beispiel Balu? Ist Balu jetzt eher Macho oder eher eine Mimose? Der ist beides. Oh, das ist ja einfach. Ich meine, das ist ja praktisch wie ein Mann. Das sind wir ja auch beide. Richtig. Und er ist auch ein Mann. Ja, also dann passt insofern ja. Mann oder Keks? Er kann unheimlich macho sein. Ja. Und dann hängt er raus, seine ganze Kraft. Und blöfft auch, wie viele Männer auch. Aber er ist auch ganz feinfühlig. Nehmen wir an, beim Urlaub, da ist er empfindlich. Also da will er dann auch alles so haben, dass es ihm gut geht. Und wehe, da läuft was nicht so, wie er. Oder er ist extrem gut, was die Gefühle zu beurteilen. Ja. Da ist er wirklich wahnsinnig gut drin. Sie geben ja viele Seminare, haben wir vorhin auch Bilder gesehen. Was werden Sie denn am häufigsten gefragt bei den Seminaren? Das kommt darauf an, was für ein Seminar. Aber bei vielen Seminaren, wie erziehe ich meinen Hund? Ja, da das ist eine Frage. So pauschal auch keine Antwort. Und dann sage ich immer, es kommt immer auf das Tier drauf an, was man hat. Und in dem Fall auf den Hund. Welche Fehler machen denn die meisten Menschen? Was ist so der Hauptfehler? Also ich vertrete gerade eine andere Theorie. Ich glaube, die meisten Menschen wollen zu viel mit ihren Hunden erziehen. Aha. Ein Hund muss ein bestimmtes Grundwissen, Grundkenntnisse, Grunderziehung haben. Aber dann soll man noch den Hund Hund sein lassen. Der Hund muss noch leben dürfen und seine Persönlichkeit ausleben. Okay. Und das ist der größte Fehler meines Erachtens, dass das nicht beachtet wird. Und was mich auch immer wieder interessiert, woran kann ich erkennen, dass mein Hund oder überhaupt mein Tier glücklich ist? Ich meine, viele sagen ja beim Hund, wenn er Schwanzwedel, wenn er sich auf den Rücken legt oder so. Aber ich meine, Schwanzwedel kann ja auch, wissen wir ja alles, auch andere Sachen bedeuten. Aber was würden Sie sagen als Verhaltensforscher? Der Begriff glücklich ist ein bisschen unglücklich, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber ich kann sagen, ob sich mein Tier wohlfühlt. Wohlfühlt, okay. Und das Wohlfühlen, das kann man heute messen. Ja. Und da gibt es, was Sie sagen, er wedelt mit dem Schwanz, er kommt auf mich zu, er drückt sie auch aus in Form, dass er bellt oder sich an mich rankuschelt. Das sieht man, also wie er den Kontakt aufnimmt zu Menschen. Mhm. Aber Glück ist zwar heute ein tolles Wort, und es gibt viele Bücher drüber, aber Glück ist ja auch bei uns Menschen ein kurze Momente nur. Ja, und das schwer zu definieren auch immer dann gleich. Aber ich kann es Wohlbefinden messen. Bist du zufrieden? Warst du zufrieden hier? Dein Frauchen ist ja auch nicht weit weg, das kriegst du jetzt gleich wieder zu sehen. Also vielen, vielen Dank, Balu. Schön, dass du da warst. Oh, du fühlst dich gut an, so riesig. Dankeschön für das Gespräch und kommen Sie wieder gut nach Hause mit Balu. Und Dankeschön für Ihren Besuch hier bei uns, Herr Bermelin. Danke.